Ey. Was bist du denn? Ein Rodeo-Clown? Die Geh schon Klappe. durch. So ein Foto gemacht eigentlich? Du machst also unkonventionellere Polizeiarbeit. Finde ich gut. Ah, jetzt können wir die Fotos machen. Officer Mike. So ein produktiver Tag. Ja, genau. Okay. Have you seen this? Also hier gucke ich gerade hin. Have you seen this man? Das soll bestimmt heißen. Das ist doch, wie heißt der denn? Das ist auf jeden Fall Kanadier. Das ist ein Kanadier. Und der hat einen Arsch als Gesicht. So, wollt ihr jetzt alle Fotos machen? Cool, wie du den Verbrechern das Handwerk legst, kleiner Hilfs-Sheriff. Ja, aber warum? Zeig dir mal doch Foto an. Warum zeigt mir das keine Fotos an? Du bewunderst mich so richtig, hä? Ja, genau deswegen will ich ein Foto. Haben wir schon. Asyl! Vertraue uns, wir sind die Guten. Na, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also er auf jeden Fall nicht. Auf keinen Fall. Jemand noch ein Foto mit mir? Aus dir wird mal was, Kind. Ja, ich weiß. Oh, bist du auf Schulausflug? Ganz allein? Ja, Blick. Ich feier das so hart. Es ist einfach so geil alles. Aber wir haben doch gar nicht ihn getroffen. Polizei! 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 Oh Gott, ist einfach so daneben, ey. Ich bin gerade beschäftigt. Jetzt. Nur noch mehr? Na, was sollen wir noch alles für dich machen? Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Schild des leuchtenden Adlers. Artefakt. Aber spritzt mir trotzdem einfach kurz die Nase. So, da bin ich schon wieder. Ja. Oh, Artefakt. War das ein kleines oder ein großes? Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ein kleines. Wir haben Gefäß von Bacchus. Bacchus. Und schuf Randy mit Bier raus. Ja. Das gibt was? 8 Extrastrahlen und 35 Rückstoß. Extraschaden. Kreisel können wir nicht nehmen. Hier kriegen wir Ultimativkrafterholung. Nein! Oh, ich hasse Controller. Hat schon mal jemand erzählt? Ja. Oh ja, ein bisschen, ne? So. Hier kriegt man 44 Rückstoßschaden. Dann machen wir gut. Statuseffektschaden, gut, dann nimmt ein bisschen ab, aber wir machen eh bloß den Schockangriff. So, Ultimativkrafterholung nimmt ein bisschen zu. Ja, dann nehmen wir noch den, ne? Ist schon was Neues? Ne. Das ist so eklig. Das ist so widerlich. So, egal. Ich nehme mal an, Kuhn wird sich gleich bei uns melden. Ja, was finden? Oder hat er jetzt noch was für uns? Du hast ja voll auf seine Rechte geschissen. Er ist ein toller Bulle. Ja. Du hast echt was auf dem Kasten. Komm her, Selfie-Time. Juhu! Also dann haben wir jetzt die Aufgaben von ihm abgeschlossen, scheinbar.
Sergeant Yates. Wusste gar nicht, wie der heißt. Jetzt kann ich dich per Internet überwachen. Was für ein Anfängerfehler. Ah, ich dich auch, mein Freund. Tolle Bild. So, noch einer, dann sind wir ein Stück Influencer-Level. Sehr gut. Wo könnten wir denn noch jemanden finden? Wie sieht's denn mit euch aus? Nee. So, was haben wir? Weiß nicht, was das hier bedeutet. Egal, wir gucken mal. Wir können doch jetzt hier oben irgendwo vorbei. Was haben wir denn jetzt für eine Hauptquest? Gar keine mehr. Ich nehme an, wir brauchen einen Influencer oder müssen warten, bis Cartman sich meldet. Bist du Ärger, Kumpel? Die Klappe. Okay, dann gucken wir mal hier drüben einfach. Ich muss echt zugeben, ja. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Arschloch. Zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Das ist übrigens eine... ein großes Lob, dass er uns Arschlord nennt. Und normalerweise sind wir ja Duschback. Beziehungsweise der Neue. Arschlord. Da könnte ich mich anfreunden. Hi. Du hast eine starke Schneefrau an, was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir Mädchen können alles machen, was wir wollen. Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebitch. Nein. Ah, falsch sagst du. Hahaha, sehr witzig. Ja, finde ich übrigens auch. Das schon? Ah, Edge of Clever, Klebeband. Geil. Wer wohnt denn hier? Adam, was soll ich da aufstellen? Bleh. Kreditkartenangebot. Ja. So, wollen wir schauen. Wir sind aber zu weit, oder? Nee, wir sind weiter. Gut. Na? Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Ja, sehr gut. Ist ja fast wie bei uns, ne? Hier, Mietz, hier, Viertklässler. So, Kampfvorteil. Den machen wir jetzt mal fertig hier, damit die nicht ewig rumstehen. Kampf stoppen. Jawohl. Angewidert und Kampfvorteil. Wer gewinnt zuerst? Ich verlasse mich auf dich. Hi, meine Freunde. Jetzt gibt's eine Trachtprügel. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Haha, was macht mein Freund? Warum bin ich eigentlich so nah gegangen? Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Und weg. Die haben überhaupt keine Chance. Ich mach dich platt. Mikroaggression. Schlag ihn. Okay. Was? Woher? Wieso? Ja, Diabetes, du triffst ihn doch eh nicht. Und dann bleib einfach hier stehen. Ich bin jetzt dran. Na, das ist ein Fehler, mein Freund. Das ist ein Fehler. Bin ich endlich dran? Danke. Quake. Cool. Ne, dann machen wir halt den. Und hau weg den Rotz. Jetzt dürfte er komplett down sein schon. Dann war das mal ein sehr schneller Kampf. Du hast gewonnen. Den Platze Pissbomb. Ich geht, das will ich nicht haben. Das ist voll widerlich. So. Sehr gut, diese Sechsklässler wusste, dass Weichei ein abwehrender Begriff für Männer ist, die nicht übliche Geschlechterrolle für Männer irgendwas annehmen oder so. Okay. Das grüne Haus. Wir hätten auch eine Schnellreise nehmen können. Aber ist egal. Ab ins Kuhn-Versteck. Tudu. So. Fick dich, Mom.
Ne, hol Scrambles, schnell. Was? Hä? Wenn ich jetzt hoch in das Buch gucke, steht da was anderes drin? Hat er etwa... Einfach doch nicht. Bildzimmer? Oh, das Bild. Ach, welche Folge ist denn das? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Oh, geil. Das ist aus der Folge, wo die Kindergärtnerin angezündet wird. Ich dachte, das Kreuzbild auf dem Kopf hängen. Ach. Geil, das ist alles aus Folgen. Ich finde das einfach so geil. Yes, go. So. Ich dachte, wir können das Ding daneben benutzen. Hat er irgendwo hier sein Tagebuch, oder? Da können wir das gar nicht mehr sehen. Oh! Wir haben gerade mal das Radio kaputt gemacht. Nee, hier doch. Ja, okay, das ist. Ja, ist alles ein bisschen sehr daneben. Hey, could fuck your mom. Hm. Mr. T, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mr. T, hi! Geil! Hallo? Hm. Na gut. Warum immer der kurz sich geändert hat, ich weiß es nicht. Hol Scrambles schnell. Hol. Ja. Scrambles. Schnell. Okay. Nein, wir können den Supercrack-Film nicht vor der Humankind Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Supercrack im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer, das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. So, Arschlord. Kann ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch, los komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Moskito. Na, hi. Guten Tag. Hallo, ich bin's, der Kunstor. Ich habe neue, super starke Ware für dich. Ja, was hast du denn Schönes? Also, Verbrauchsstände. Kuhnkuchen. Aha, Steppband für die Mitglied. Ihre Komponenten. Ja. Was? Felsarmschienen? Nee. Fünfhandschuhe, Maske, mach fünf Helm. Wellenaugenmaske. Der Kunstor hat nicht ewig Zeit. Nee, entschuldige bitte. Schädel der Trennung Rezept. Was? Yeah. Aha. Jetzt der Vitalität. Immer schon. Abgrundohrrezept. Alles zu schwach. Tschüss. So. Ist da irgendwas Neues hier? Für einen Jungen hast du eigentlich echt schöne Haare. Du bist doch kein Hippie, oder? Nee, entschuldige bitte. Ja, seine Überwachungsstation. Dein üblicher Platz, Arschgesicht. Nicht da, der Platz, auf dem du immer sitzt. Scheiße, weißt du immer noch nicht, wo dein Stuhl ist? Fuck. Ich finde das so geil. Hallo. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. So geil. Okay, erzähl mal. Ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch. Ja, danke. Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Spitze. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Ach komm schon, oh, nein. Eine. Nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Ach komm schon. Nur weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Bitte. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Hihi, dankeschön. So, also. Gadgetmeister. Das ist ein riesiges Spielzeug aus Sky Maul Katalog, mit dem der Freunde bei anderen Gegner zur Verzweiflung bringt. Ein Gadgetmeister wie Iron Man, nur nicht so cool. So.
ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja. Ich hoffe, du kannst Blut sehen. Alter, das Kostüm! Bitte, nee! Also ist spezialisiert auf Angriffe, bei denen Blut nur so spritzt, wenn es dann ins Saubermann geht, verschmilzt er mit den Schatten. Nächtliche Werbesendung haben das Geld zwischen seine Werbe gemacht. Ja. Es braucht einen Sturm zusammen, Blitz und Eis gehen eine Luftfeuer vor allem 40 Grad. Brutalist? Nico und der Verletzung durch Fäuste bezittert und gibt mir gerne mal Ass in Erdboden befördert. Speedster? Nee. Assassine? Ich glaube, hier kann man viel Statuseffekt, ne? Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ich würde sagen, nicht. Assassine, ob du dafür cool genug bist? Ja, doch. Ja, doch, gefällt mir. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Ja. Du konntest nicht schlafen. Das lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Ich ging zum Spiegel. Wir gingen zum Spiegel. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Oh nein! Gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und einen Alien. Was? Die mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Und Alien? Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst. Töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Bluten trägt dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Was sind die Schatten? Achso. Zurück in die Schatten, okay? Mach das Täuschen mit einem Gegner, werde unsichtbar. Ah, cool. Sehr geil. Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Ah, okay. Nice. Ninja-Wurf. Ninja-Wurf Kunai verursacht Blutungen. Ein Wirbelschlitzer schleudert das Messer in alle Richtungen. Sehr geil. Sehr geiler Angriff. Das ist für meinen Einbrecher, Kollegen! Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Oh nein. Ultimativkraft bereit. Handeln oder sterben, du oder ihr? Aber was ist mit dem Alien? Du musstest deinen tödlichsten Angriff einsetzen, den Todestaucher. Verursacht Blutung bei einem beliebten Gegner, wird unsichtbar, okay. Okay. Ja. Schnell in den Schatten verschwunden. Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Ja. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Nein. Dieses Monster. Das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Okay. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht.
Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Willst du eine andere Geschichte ausprobieren? Ach so. Okay. Ach, wir können die Klasse einfach so wieder wechseln. Geil. Wusste ich gar nicht. Oder ich hab's vergessen. Eins von beiden. Auf hier lang, hallo? So, aber haben wir jetzt auch was zu tun? Hey, hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Oh nein, wo ist der Spielplatz? Komm doch jetzt eigentlich hier lang. Oder war das Lava hier hinten? Hier, Mietz, hier fährt Klässler. Wo willst du hin, Pussy? Was ne Pussy? Gucken wir jetzt alle an, wieder zu, das wäre eigentlich ganz cool. Über die Maus im Weg räumen. Nur drei. Sehr gut. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Ja, ja, ist egal. So, ach so, ah, wir haben unsere Angriffe gar nicht verändert. Okay, dann machen wir ihn. Da bleibt man am weitesten weg. Das gibt garantiert eine Narbe. Hoffe doch. Der Viertklassmann muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Und hau weg. Oh. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Ich weiß zwar nicht, wieso das jetzt eine Mikroaggression war, aber naja, gut. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Meinst du? Hau den mal weg, bitte. Ja, das läuft genau wie geplant. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Du wirst gleich sehen, wie zäh. Alter, ihr! Ich bin dran. Schwein. Na gut. Machen wir ihn erstmal weg, ja? Ja, bitte! Und los! Das hab ich kaum gesehen. Viertklässler versohlen, geile Sache! Entschuldigung, ich muss in den Ballon. Yeah, alles Schweine. Mach die glatt! Lass so, Craig. Was auch immer. Hau drauf! Mega Faustschlag. Lass mir auch was übrig. Hau rein, Neuer. Und hau weg. Tschüss. Der Arsch. Das war ein Kinderspiel. Platze Pissbombe. Yeah. Okay, wir haben wieder was gekriegt. Wie kann die Sechsler wegen des Wort Abschaum für Leute mit geringem sozioökonomischen Status benutzen? Gut aufgepasst. Okay. Ist schon die Stelle, wo wir nicht hoch können. Nee, zum Beispiel. Aber hier hinten können wir was tun. Wo ist diese verdammte Katze? Wieso? Was ist los? Hä? Ist sonst noch was? Waren wir hier oben schon? Alle haben wir hier? Du markierst irgendwo anders dein Revier. Ich brauche den gelben Nektar ganz für mich allein. Jetzt. So. Ich rufe. Ich. So, wir müssen jetzt hierher. Ich rufe dich, Humankind! Bereit? Daneben! Versuchen wir es nochmal! Ich habe falsche Taste gedrückt. Dann mal los! Wow, so Anmut und Perfektion! Ja! Dankeschön! Okay, und Gefäß des was Hipster-Turms wird Artefakt. Minus 68 Hipster-Brille. Einfach nur widerlich. Ich ja, will hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Startbereit. Wow, wow. Was? Sei gegrüßt, Krieger von Mama. Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin, der größte Krieger
Spieler, den die Boost-Arena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Ich komme gerade nicht klar. Oh geil, für alle, die es nicht kennen, ja, das, was er ja erzählt mit Nippopopolis und so, das stammt auch komplett aus der Serie. Das ist das, was was Kenny sieht, wenn er auf Katzenpisser ist. Oh mein Gott, ey. Ich weiß gar nicht, ob der Prof. Slowski, also hier, ob er auf Katzenpisser war. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Drogenfläschchen. Geil. Ja, halt auf Drogen. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Das ist so geil einfach. Mr. Wolowski. Unser Band ist geknüpft. Oh, krass. Ich komm nicht klar. Ja, das ist mein Dad. Ja, das ist mein Dad. Alter. Crime is out of control in our town. Kunin friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.